Herr Kirschner, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Groh. Progress Rail und Caterpillar, was hat das für einen Zusammenhang? Wir sind der einzige Bereich innerhalb der Caterpillar-Gruppe, die im Bahnbereich tätig sind, und wir wurden im Jahr 2006 von Caterpillar gekauft. Was macht ihr hier auf der Innotrans? Ich sehe hier Schienen. Genau, wir haben hier verschiedene Sicherheitssysteme. Fangen wir mit dem System an, das ist ein Tracking Equipment Detector. Dieses System erkennt, ob unter dem Zug was mitgeschliffen wird. Hier sind Schocksensoren drin und hier ist ein Schienenschalter. Dieser Schienenschalter erkennt praktisch, welche Achse hier gerade drüber fährt, und erkennt dann, wenn hier ein Schlag drauf geht. Das sind Schocksensoren, da kann ich auch die einstellen, wie hart der Schlag ist, und das Ganze dann auswerten lassen. Hier hinten dran haben wir eine Heißläuferortungsanlage. Heißläuferortungsanlagen sind Systeme, die im Bahnbereich bei der Deutschen Bahn ca. alle 40 Kilometer installiert sind. Die messen die Temperaturen der Lager, der Achsen, der Bremsen und auch der Räder. Praktisch, um zu verhindern, dass ein Zug entgleist, weil die Achsen gebrochen sind oder zu heiß geworden sind. Der Zug kommt eingefahren. Diese Schienenschalter, die hier sind, die gelben, die erkennen praktisch, der Zug kommt. Die Schienenschalter zählen die Achsen durch. Hier geht praktisch die Klappe auf. Da ist ein Infrarotsensor drin, ein Wärmesensor. Und dieser Sensor misst dann die Temperaturen der Achsen. Man kann verschiedene Alarmlevel festlegen. Wenn ein Alarm erreicht ist, gibt er aus, an welcher Achse der Alarm erreicht ist, geht über eine Einheit, kann an den Fahrdienstleiter oder an eine Meldestelle weitergegeben werden.